Auch heute passieren immer noch Fehler bei manuellen Buchungen im Lager, wenn der Staplerfahrer seine Ware abholt und irgendwo hinbringt, dass er das falsche Fass kennt. Dementsprechend falsche Buchungen im Lagerverwaltungssystem existieren. Wir versuchen das heute zu automatisieren, dadurch, dass wir die Position des Staplers kennen und wissen, ob er Ware aufnimmt oder Ware abgibt. Dementsprechend können wir eine automatisierte Buchung im Hintergrund machen. Dafür gibt es verschiedene Technologien. Die meisten sind über Funk basiert ausgerüstet. Das sind alles relativ teure Anlagen für besonders große Hallen. Wir haben ein Beispiel entwickelt, wie ich mit Hilfe einer ganz preiswerten Kamera aber einen neuen Weg gehen kann, indem ich die Decke interpretiere, die Bilder, die ich an der Decke sehe, wie Rauchmelder, wie Kabelkanäle, wie Rohrleitungen als Beispiel, kann eine künstliche Intelligenz so interpretieren, dass sie genau weiß, an welcher Stelle der Stapler steht. Das bedeutet, dass ich außer dem eigentlichen Teach-Vorgang in der Halle keine weiteren zusätzlichen Kosten verursache. Damit weiß ich genau, wo der Stapler hingefahren ist, welche Ware er aufgenommen hat, wo er sie hingebracht hat und wieder abgegeben hat und kriege damit eine automatisierte Buchung parallel zum eigentlichen Prozessablauf ohne Zutun des Mitarbeiters durchgeführt.